Hi zusammen, ich habe hier für euch das Asus T100 TA, der neueste Sportset aus der 2-in-1 Convertible-Serie, sprich Netbook und Tablet in einem. Und das Gerät wollen wir jetzt einfach mal fix vorstellen. Wie man sieht, man kann es hier ganz normal als Netbook nutzen oder eben auch das Display rausnehmen und man hat ein reines Windows 8 Tablet letztendlich. Ja, also hier drauf läuft Windows 8.1 schon, also sprich die neueste Version. Und ja. Dann schauen wir einfach mal, was wir hier so an Bedienelementen alles haben. Zum einen hier oben einmal die Webcam für Videotelefonie oder ähnliches. Auf der Oberseite sitzt hier das zugehörige Mikrofon. Dann haben wir hier einmal eine kleine Status-LED, ob eben das Gerät geladen wird gerade. Den Power-Knopf daneben. Und dann auf der linken Seite hier einmal die Windows-Taste, die jetzt nicht mehr hier unterhalb vom Display mittig sitzt, sondern jetzt eben hier am Rand. Und letztendlich noch die Lautstärke wird bei einer Seite. Und die Anschlüsse verbergen sich alle auf der rechten Seite. Sprich, wir haben hier einmal einen Micro-SD-Anschluss, Micro-SD-Einschub, sagen wir es so, einen Micro-USB-Anschluss und einen Micro-HDMI-Anschluss. Daneben dann noch ganz normal Klinkenanschluss für Kopfhörer, Headset, Lautsprecher, wie auch immer. Ja, auf der Unterseite ist jetzt nicht so wichtig, wenn man es im Alltag nutzt, sage ich mal. Weil hier wird einfach nur die Dock angeschlossen, sprich hier die beiden Halterungen oder Haltebuchsen, damit es an der Tastatur hält und der Docking-Anschluss an sich. Ja, auf der Rückseite ist jetzt auch nicht so viel, wir haben einmal das Asus-Logo natürlich und hier links und rechts einmal die Lautsprecher, sieht man hier an den kleinen Gittern. So, dann schauen wir uns noch einmal die Dock an. Hier oben, wie gesagt, das Fach für das Tablet bzw. für das Display. Hier eben der Dock-Connector und die beiden Halterungen, wo es dann eben einrastet. Hier auch der Knopf zum Endriegeln, damit ihr das Tablet rausnehmen könnt. Ja, wir haben eine Standard-Tastatur mit ganz normalen deutschen Layout, auch mit F-Tasten, also Funktionstasten, doppelt belegt über die Fn-Tasten. Also so wie man es schon von Jahren von jeglichen Notebooks und Netbooks erkennt. Dazu ein relativ kleines Touchpad. Wird man wahrscheinlich eh nicht so oft brauchen, weil wir haben ein Touch-Display drin. Da braucht man natürlich das Touchpad nicht so häufig. Ja. An der linken Seite dann noch einmal der USB-Anschluss. Also wir haben hier einen vollwertigen USB 3.0-Anschluss und das war es dann auch schon. Ja, also viel mehr ist hier nicht. Hier drin verbirgt sich auch nicht mehr. Hier ist wirklich nur die Festplatte drin, keine Anschlüsse für Festplatten oder ähnliches mehr. Ja, also wer eben mehr Speicher intern haben möchte, muss dann eben die Version mit integrierter HDD nehmen. Dann ist hier in der Dock noch eine Festplatte integriert. Ja. So, dann schauen wir uns auch mal das Technische an. Wir haben hier ein Intel Atom 3775 verbaut mit 4x1,46 GHz, mit 2 GB Arbeitsspeicher, auch DDR3-Speicher. Das Display hat 10 Zoll in der Diagonalen und 1366x768 Pixel in der Auflösung. Ansonsten das Standardprogramm eben, WLAN ist mit drin, Bluetooth 4.0 ist mit drin. Ja, viel mehr Besonderheiten gibt es im Prinzip eigentlich auch schon gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist ein Touchpanel mit Multitouch, also sprich bis zu 10 Finger werden erkannt, ne, dass ihr dann eben auch Gesten und so weiter ausführen könnt. Aber das kennt man ja, wie erwähnt, auch schon von diversen anderen Geräten. Ja, das Display an sich ist leider ein wenig dunkel geraten. Also ich das jetzt hier gerade mal so ins Licht halte, es spiegelt doch schon sehr, sehr stark. Und wir sind hier jetzt im geschlossenen Raum und sitzen auch im Schatten. Ja, also wenn ich es in die Sonne halten würde, dann würde man hier wahrscheinlich schon gar nichts mehr erkennen. Also hier mal um unsere Lampe als Beispiel zu nehmen, da erkennt man nicht mehr viel. Ja, und auch sonst von den Farben her, es wirkt alles ein bisschen blass. Also Display ist leider nicht das schönste Panel, aber wir haben letztendlich auch ein sehr, sehr günstiges Gerät, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, ansonsten viel mehr kann man hier gar nicht zu dem Gerät groß erzählen, denn wie gesagt, wir haben entweder ein Tablet oder ein Netbook. Also sprich entweder mit oder ohne Tastatur. Ansonsten ist es halt ganz normal Windows 8, ja, also Windows 8 Notebook. Einzige, was mir noch aufgefallen ist, was nicht so optimal ist, ist der Öffnungswinkel. Also wenn ich es jetzt normal auf dem Tisch vor mich hinstelle, dann ist der Winkel schon nicht mehr optimal, weil ich eben von relativ weit oben drauf gucke. Der Winkel ist sehr steil, ist nicht die schönste Art und es geht leider auch nicht weiter wegen der Art des Scharniers hier. Ja, aber das Problem haben leider fast alle Convertible-Geräte und daher, also da wird sich wahrscheinlich so schnell auch leider nichts dran ändern. Da muss man es halt eben im Zweifel aus der Dock rausnehmen und dann eben mit einer Hand halten und mit der anderen Hand bedienen oder wie auch immer.
Ja, soviel erstmal zum Asus T100 TA und dann bis zum nächsten Mal.